Mais ist welche Farbe? Blau, also hellblau. Die 37, die 8 und die 11 und Na, 17. ich nehme, das ist wahrscheinlich die 11 dann. Also Weil die 11 ist am nächsten an der BGA. ungefähr bei Feld 36 und so weiter sind die ganzen Würfe. Und versuche ich mit dem mal, dass ich die mal so geschickt wie möglich hier unter die Kornduschen bekomme. Wieso Achso. Kornduschen? Weil ich lasse im Hintergrund, lasse ich mal nochmal die anderen Anleger wieder volllaufen. Falls ich mal nach dem Häcksler nichts zu tun habe, kann ich gleich wegfahren. Haben wir eigentlich schon einen Häcksler? Ja, wir haben, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir einen oder haben wir keinen? Das ist ja Glaub nur der nicht, ich guck. Krone, ne? Ja, ich guck mal kurz nach. Ne, wir haben keinen. Soll ich einen kaufen? Ich habe eins gemacht, Melody. Ja, den kauf ruhig, klar. Holst du mit dem Zack, du. Tieflader dann vom Hof ab. Ja, habe ich schon. Den und den. War ich jetzt mal zum Händler. Na, die Traktoren, die ich hier habe, obwohl der Tiefler dran ist, die gefallen mir besser, die MAN. Welche? Die MAN halt, die weißen. Ach so. Die gefallen mir besser persönlich. Ups. Das hat keiner gesehen. Doch schon präzise Lenkung. Leider. Aber gut, dass du nicht zuschaust, wa? Ja, ist, glaube ich, manchmal besser. Mhm. Mach ich mal die Verbreitung raus. Und ich fahre gleich mal zu den Schafen hin und sowas, ne? Man kann es mir gleich mal zeigen, wo die sind. Ich habe die bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Aber nicht gesehen, wo der Schafsdingensbaum ist. Auseinander. Oh, hänge ich jetzt irgendwo? Nö. Ey, Spawn-Sachen von den Dingern sind auch so gut platziert, ey. Der Gebiss ist so scheiße. Ach, hier ist keine Quali auf dem Zahn. Hier dufte. So, ich nehme dann eine von den LKWs mit. Brauche ich noch was dafür? Schafe. Ja, eigentlich nicht, ne? Das ist ja ein Gabelstapler, dran brauchst du eigentlich nicht. Multifruchtklipper brauchst du noch. Brauche ich denn noch für Tiere? Die Silage wegzufahren. Dann mach mal drüber Futtermischwagen. Oh, total Mischration. Und Ja, die weiß Mut. ich nicht. Du kannst ja Silage und sowas alles. Ich brauche. Den Multifrucht brauche ich ja noch so oder so denn. Multifrucht, was sind das? Welcher sind das? Na, dass er halt alt laden kann. Damit er alles laden kann? Der kann auch einen Silagensatteil machen, was normaler nicht kann. Muss ich gucken, ob wir sowas haben. Ja. Ob wir sowas kaufen können. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Ich gerade sehen, ich gucke gerade, ob wir noch eine andere Alternative dafür haben. So, ich mache mir mal die, ruf mir mal die Map auf und drück mal auf 9. Und da muss ich zur. Jetzt mal, wenn das hier auch mal irgendwo einen richtigen hatte, der Multifrucht ist. Mal kurz durch. Hier, die können keinen Multifrucht-Scheiß.
Muss man irgendwie die Last sperren? Okay. Bei dem roten nicht, bei dem blauen weiß ich es nicht genau. Im blauen auch nicht. Ich fahre mal lieber zum Hof, von da aus kann ich mich besser orientieren. Das sind immer mit den Seitengassen immer so ein bisschen lala. Ich komme ein bisschen von der Straße ab, nur ein bisschen. Wessen du hin? Da hinten ist die Schafelle. Gott. Mir fällt ein LKW, ich habe den weißen einmal eingefällt mir, dass es sich so schön in die Kurven reinhängt. Das war so schön mit Federung. Sag mal, wo ist das jetzt? Ich muss jetzt mal kurz auf die, sorry, ich muss mal kurz auf die Karten an sich gucken. Ach, da unten ist das. Also aber ich fahre jetzt Richtung S-Bahn. S-Bahn. Genau, ich bin jetzt falsch gefahren. Ich muss wieder rückwärts. Lass uns kurz nachlesen, was so rote Karte, so rote Linie bedeutet. Ist das vielleicht eine Schnellstraße oder so ein Zeug? Jetzt wird das auf der Karte macht es ja so einen bestimmten Bereich, wo man markiert es ja. Ja. Den unteren Teil. Das frage ich mich, was bedeutet. Auf jetzt gibt es direkt neben BGA. Ich dachte gleich häckscheln. Häckscheln. Ich kaufe mir läuft von diesen Akkuländern, die da 50.000 passen. Als Motor, die, davon kaufe ich mir glaube ich mal zwei und dann machen das. Die sind Multifrucht, ja? Nee, sind kein Multifrucht, da das, ja, das letzte, was ich rausbekomme, ist ja noch Hexegut, dafür brauche ich noch kein Multifrucht. Nee, noch jeder Anhänger haben Laden. Weil sie Silage nicht, was eigentlich halt für ein Futtermischwagen ist. Das ist ein Info-Ding. Erstmal angucken. Boah, wie das Ding rumhüpft, Alter. Oh, shit. Der Unfall, ich bin im Gebüsch gelandet. Oh nein, oh nein, oh nein. Das Ding ist vorne hochgegangen und als er auf den Boden geknallt ist, hat er voll das Lenkrad umgerissen. Ja, passiert. Ich bin gerade auch schon übers Feld gefahren, weil ich gerade das voll verpeilt habe. Boah, das ist auch hochgegangen, hat sie auf die Fresse gepackt. Press. Zum Schafhof, alles klar. Ich bin jetzt auch da am Ding jetzt ein BGR. Davon aus, dass jeder weiß, dass es BGR ist. Biogasanlage. Jetzt weiß es wenigstens jeder. Genau. So, mal schön den Hexer an die Seite fahren. In. Wie mache ich jetzt noch mal linke Klappe? Wovon? Anhänger muss auf den Anhänger schalten, dann musste. Ich kann sogar Licht auf dem Anhänger anmachen. Ja. Ist ja cool. Ich kaufe mir jetzt mal diese Akkuliner-Dinger. Da. Hier steht Numpad links. Oh. So, jetzt. Linke Klappe ist Numpad A.
So. Wofür brauchen wir ein Zygado? Wir haben irgendwo ein Xing-Na-Du? Zygado noch rumstehen. Weil wir damit zwei dieser Wolle-Anhänger aneinander hängen können. Ach so, genau, was wir doch mal versucht haben, genau. Richtig, dafür hatten wir das Ding gekauft. Ich So, glaube, ich jetzt schalten wir mal komme. kurz die PDA ab. So, und jetzt geht das ganze Ding wieder ein bisschen runter hier. Das habe ich mir jetzt mal ganz kurz einen LKW geklaut. Die beiden gleich wieder runterfahren, sind beide voll geladen. Schau mal, diese mit den 610 Tonnen fahre ich mal auf die nächsten Anhänger, damit der voll wird. Au. Wie schließen wir denn die Heckklappe? Ist ein Pad A9. Ich hätte jetzt nur mit 8 getippt. Bremsen. Wie läuft es jetzt, nachdem du deinen Spiegel ausgemacht hast von der FPS? Ja, läuft schon besser, aber ich komme mit dem, kann den Stapler nicht mehr fahren. Warum bewegt sich der Stapler wieder nicht mehr? Geht eigentlich an den LKW auch diese Saiga Uno dran? Nee. An welchen? An diesen MAN. Nein, an den glaube ich hinten nicht. Komm, ich Aber muss an ganz den kurz. Scania. Jetzt ganz kurz so einen kleinen Mini-Traktor da. Damit. Ich hab Lust, mir jetzt nochmal extra die großen zum Händler zu fahren, nur weil ich jetzt da die Krüger dem Seiger-Ding ranfahren muss. Egal, letztes. Ja, ich hing fest. Herzlichen Glückwunsch. Ich will gerade auch ganz kurz direkt. Nee. So internetmäßig. Mal ganz kurz beim Schafstall vorbei und guck mal, was man wie da aussieht. Rückwärts fahren. Ha? Nicht hin. Aber wie bist du denn hier gekommen? Bin ich getappt oder was? In den per Escape in das Ding reingezwitscht. Gras ist gar nichts drin. Ich weiß, Gras haben wir zwar. Gras kannst du nicht voll machen. So einfach. Kannst du voll machen. Wie das denn? Mein Ladewagen musste halt im Gras mähen, damit rückwärts zum Musterrad Ja, reinkippen. ich meine jetzt so, wie wir die anderen Silos. Ich weiß nicht, warum der hier auf einmal nicht mehr fahren will. Ja, wahrscheinlich weil mit manchen Rädern über ein Dinges liegt, über einem normalen, dass hier Dingens, weißt du, was ich meine? Genau das. Das halt einem das Hinterrad, das zweite Hinterrad, das Antriebsrad.